Der Galgen wird dein Tod sein. Gut. Blöd, Mann. So, den auch noch niederschlagen. So, und dann werden wir dich fesseln. Dich brauchen wir eigentlich gar nicht. Außer wir wollten dahinter. Dann werden wir erstmal schauen, ob da jemand in der Kirche ist. Ich hab so fast die Vermutung. Der ist hingefallen. Ich bin echt gut. Hoffentlich. Oh, Gott sei Dank. So, Tok. So, Harvey. Hoffen wir, dass der blind ist. Oh, ein blinder Winkel. Boah, ein blinder Winkel, bin ich froh. Ich liebe diese Außenerker. So, gibt's da noch irgendwas zu holen, geldmäßig? Nein. So, die beiden hier werden auch in die Kirche verschleppt. So viel Gründlichkeit muss sein. Obwohl, tun wir die hier hin, ist weniger Weg, ha? Das Leben ist hart. Ein ansehnlicher Mann. Oh! Ja, da war er. Robin Hood! Oh, welch Unglück. So, dann haben wir die Kirche leergeräumt. Robin Hood! Robin wird jetzt weniger. Den hier leerräumen. Das Leben ist hart. Harvey wird den fesseln, Andrew wird auch schon mal direkt mitkommen. Zack! Na komm. Bevor irgendwelche Wachsoldaten uns sehen. So. Dann werden wir mit Andrew Baker vorgehen. Hoffentlich sind hier nicht allzu viele. Umso besser. Aber wir schauen mal in der Schatzkammer vorbei. Vielleicht liegt da ja irgendwas. Oh. Als hätten die es geahnt. Du, mein lieber Andrew, kommst dahin. Ach, der hat voll. Na gut. Ranulf befindet sich hinter dieser Tür. Robin und Marion müssen gemeinsam dorthin. Ihr, Lady Marion? Was führt euch hierher und wer ist euer Begleiter? Robin von Locksley, genannt Robin Hood. Stets zu euren Diensten, Sire. Ihr wagt es, hier einzudringen. Ich werde die Wache rufen. Ich bitte euch, wartet. Wir haben schlechte Nachrichten für euch. Hört uns erst an, bevor ihr beschließt, wie ihr mit uns verfahren wollt. Hm, nun gut, ich höre. Nun wisst ihr Bescheid. Also ist Prinz John ein Verräter. Das überrascht mich nicht. Ich zweifle schon seit geraumer Zeit an seiner Ehrlichkeit. Können wir uns auf eure Unterstützung verlassen, Sire? Ja, aber der Prinz hat zu viel Macht, als dass ich mich ihm offen widersetzen könnte. Wir benötigen einen weiteren Verbündeten. Und es fällt mir nur einer ein, der den Mut aufbrächte, dem Prinzen zu trotzen. Sir Godwin. Leider ist er verschwunden und niemand weiß, was mit ihm geschah. Dazu sind mir einige Gerüchte zu Ohren gekommen. Offenbar hat der Prinz ihn seiner Ländereien beraubt, um sie Guy von Gisborne zu überlassen. Godwin soll derzeit im Verlies seiner eigenen Burg gefangen gehalten werden. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Ich werde ihn retten. Ja, wenn ihr es schafft, Gisborne aus Lincoln zu vertreiben, können wir uns auf den Kampf gegen den Throndieb vorbereiten. Doch vorerst darf der Sheriff keinen Verdacht schöpfen. Ich kann meinen Soldaten daher nicht befehlen, euch vorbeizulassen. Ihr müsst selbst einen Weg hier herausfinden.
Sorgt euch nicht um uns. Wir sind euch für eure Hilfe dankbar. Eins noch. Einige Mannen des Sheriffs verbringen die Nacht hier. Sie scheinen einen geheimen Transport zu überwachen. Mehr weiß ich davon nicht, aber es könnte wichtig sein. Verstehe. Wenn ein Geächteter von diesem Transport hörte, gelänge es ihm vielleicht, sich heimlich in eure Feste zu schleichen und den wertvollen Gegenstand zu entwenden. So etwas soll bei Vogelfreien durchaus schon vorgekommen sein. Viel Glück, Kinder. Nehmt euch in Acht. Soll durchaus schon vorgekommen sein, schon klar. Na, was haben wir denn da? Eine Gruppe von Soldaten des Sheriffs ist vor einigen Stunden eingetroffen. Ich weiß nicht, was sie bewachen, aber sie haben sich im westlichen Turm verschanzt. Geld? Ich höre die ganze Zeit dieses nervige Summen von diesen Imker-Dingern, aber ich finde es lustig, dass es auf dieses Detail geachtet wird. Finde ich klasse. So, kann einer von euch den irgendwie bezahlen? Nein? Nun denn, Robin, deine Aufgabe. Jetzt kommt's. Hier ist ein Geheimgang. Yay! An eurer Stelle würde ich nicht in die Kirche gehen. Die heilige Messe wird dort eben gefeiert. Es befinden sich viele Soldaten dort. Naja. Jetzt immer noch. Nimm diesen Beutel, mein Freund. Danke für den Tipp. Mein letzter Rat. Ja, das ging fix. Och nö, oder? Sir Ranulf, nun in dieser Stunde müsste er... Jetzt habe ich Geld umsonst rausgehauen. Das muss ich jetzt quasi wieder vom Sheriff holen. Da führt ja fast kein Weg dran vorbei. Ach, der ist noch da. Ein Almosen, edler Herr. Ich bitte euch. Wer war das? Das Leben ist hart. Na, das hat ja viel gebracht. Dafür verschwende ich meine Äpfel. So. Gebt euch zu erkennen. Das einzige Ding. Der Galgen wird dein Tod sein. Ja, ja. Oh, cool, was... bröselt denn da so über dem? Oder sind das Fliegen? Ein Almosen, Ekel. Nö, der war aber noch ein bisschen dusselig wegen den Äpfeln. Praktisch. So. Auf zur heiligen Messe. Wir bringen noch ein Menschenopfer. So. Dann Andrew Baker. Ihr werdet ich zeigen! Hilfe! Hilfe! Will noch jemand? Und zack. Oh, da, da, da. So. Gut, dann gehen wir da rein. Haben wir jetzt endlich alle Soldaten, so mehr oder weniger. So, gibt es da noch was zu holen? Hat da irgendeiner? Nein. So, Baker. Sieht gut aus. Hey du, wer bist du? Hey, Feind! Was ist denn das? Es gibt Brüder. Du, aua! Du bist gut dran. Aua, was macht denn der da? Du wirst schon sehen! Ab. Hey, warte! Mutter! Du, hey du, wer bist du?
Gut, gut, gut. Aua. So. Wurm. Nein, du holst keine. Zack. Weiter. Wir wollen nur euer Geld. Weiter. Nicht euer Leben. So, kannst du das Geld hier auch aufnehmen? Ja. Kein Geld. Keine Bewegung. En garde. Schlag ihn nieder. Hoffentlich klappt das. Gut, es klappt nicht. Wir nehmen Andrew Baker und kommen mit dem hoch. Es gibt Prügel. Hallo, siehst du Andrew? Da, einer weniger. So, jetzt kann der liebe Robin zeigen, wofür er gut ist. Zack. Erstmal ausrauben. 200 Gold. Dann das Domesday Buch. Dieses Werk wurde auf Befehl von König Wilhelm des Eroberers verfasst. Es enthält eine Beschreibung aller Grafschaften Englands, ihrer Einkünfte und ihrer Herren. Auf diese Art kann der König die Höhe seiner Steuern bestimmen. Wenn er dieses schönen Werks beraubt wird, wird John Schwierigkeiten bekommen, seine Gier zu befriedigen. Na dann. Mission completed, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, wie wir uns einen Weg hier raussuchen. Aber irgendwie finde ich nirgendwo... Was sind denn unsere derzeitigen Missionen? Ranulf wird Robin helfen, Domesday Buch in Sicherheit zu bringen. Okay, im Grunde haben wir alle da? Ja. Oh, wunderbar. Ranulf bringt den jungen Gesetzlosen seine Unterstützung entgegen. Er kann sich jedoch nicht offen verhalten, wie er es gerne täte. Aber durch ihn erfährt Robin das Schicksal von Sir Goodwin. Er muss ihn jetzt nur noch befreien. Ja, wir haben 56 Leben verschont, 3 neue Kameraden und... Naja gut, etwa 500 weniger als zu haben ist, aber immerhin. Aber immerhin, und wir sind im Show. Robin Hood? Robin Hood, sagt ihr? Was für ein Robin Hood? Ein Vogel? Ah, ein Vogelfreier. Wie dem auch sei, warum erzählt ihr mir von diesem Robin Hood? Ach, in Lancaster. Ja. Sheriff, ich weiß, dass das Domesday-Buch in Lancaster ist. Was meint ihr mit, es war da? So viel zu den getreuen Gefolgsleuten. So, was haben wir denn da zu lesen? Das Domesday-Buch. Dieses Werk wurde auf Befehl... Ach so, ja, das ist jetzt derselbe Text. Was wurde denn gemacht während unserer Abwesenheit? 17 Pfeile dank 6 Kameraden, 2 Beutel dank 1 Kamerad, 8 Steine dank 3 Kameraden und 2 Keulen dank 1 Kamerad. Gesamtpunktzahl. Verschonte Leben in Prozent sind 71. Das ist immer noch... Entschuldigung, ziemlich hoch. Wir wählen schon mal die nächste Mission aus. Das wird ein Transport nähert sich sein. Und dann werde ich aber jetzt speichern und sage dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Robin Hood. Ciao.